Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Jürgen Böttcher, ich bin 48 Jahre alt und betreibe den aktiven Brieftaubensport schon ungefähr 36 Jahre. Ich mache das alles alleine, habe im Prinzip wenig Zeit für den Taubensport, deswegen bin ich auch immer am Probieren und versuche ein möglichst gutes Zeitmanagement aufzustellen. Und angefangen bin ich mit 11, 12 Jahren mit so ein ganz paar Tauben und das hat sich dann immer so entwickelt. Die ersten Erfolge haben sich so auch erst so nach ungefähr 10 Jahren eingestellt, dass es so ein bisschen besser geworden ist. Und dann war es eigentlich sehr gut über einige Jahre. Ja, die Firma Ovigor kenne ich schon 15 Jahre. Die ersten Produkte waren da. Auf jeden Fall kann ich mal einmal was zu sagen. Die Produkte Ovigostar und Rockout, die mich da schon sehr überzeugt haben. Die setze ich auch kontinuierlich ein, die ganzen Jahre bereits schon. Dann ist irgendwann ein drittes Produkt dazugekommen, das Ovigar Gen. Diese drei Produkte sind, sage ich mal so, meine Hauptprodukte, die ich eigentlich kontinuierlich immer einsetze, das ganze Jahr. Pop-out mache ich dreimal im Jahr eine Kur, bei den Zuchttauben vor der Anpaarung, bei den Reisetauben natürlich vor der Reise und bei den Jungtauben auch nochmal vor der Reise. Ovigostar setze ich ein während der Saison, also mindestens zweimal pro Woche, Anfang der Woche, um den Organismus schön sauber zu halten. Ovigar Gen setze ich ein bei meinen ganzen Tauben das ganze Jahr über, mindestens zwei, dreimal während der Zucht und der Mause, auch drei bis viermal pro Woche über das Futter. Finde ich, ist ein ganz tolles Produkt. Lässt sich super verarbeiten, wird von den Tauben super aufgenommen. Den positiven Nebeneffekt mit den ätherischen Ölen, die da drin sind. Das wirkt sich wahrscheinlich auch sehr gut auf die Darmflora aus und die oberen Luftwege. Das finde ich eigentlich ganz toll. Ist für mich ein Produkt, weil ich probiere auch schon über die Jahrzehnte sehr viele Produkte aus. Ich probiere alles im Taubensport aus, an Methoden und solche Sachen. Und da habe ich im Prinzip bei diesen drei Produkten nichts Vergleichbares auf dem Markt gefunden. Und das ist für mich entscheidend, dass ich die auch weiter einsetze. Finde ich einfach toll. Ne? Das Zuchtjahr beginnt, also ich habe einen Zuchtschlag mit ca. 16 Zuchtpaaren. Das ist so, dass ich 6 Einzelpaare habe und 2 Abteile extra, die ich anpaare. Eine Vorbereitung auf die Zucht ist einmal auch Produkt Rockout als Kur. Ja, zum Einsatz. Dann gebe ich auch noch einen Weidenrindentee, kommt auch von der Firma Ovigor, den ich einsetze. Und das ist eigentlich so die Vorbereitung auf die Zucht. Eins habe ich vergessen: Die Tauben werden auf jeden Fall 5 bis 6 Wochen vorher Paramyxo geimpft. Das ist auch wichtig, finde ich auch für die Zuchttauben wichtig, dass die Immunität auch schon direkt auf die Eier übergeht und die Jungen. Dann ganz wichtig in der Zucht und auch während der Reise natürlich auch, ist die Mineralisierung im Taubensport von vielen Züchtern völlig unterschätzt. Also das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich habe mir zur Regel gemacht, dass ich meinen Tauben das ganze Jahr über immer mindestens 3 Sorten Mineralien zur Verfügung stelle. Das Ovigar Gen kommt 3 bis 4 Mal während der Mauser und Zucht auch vielleicht noch öfter übers Futter direkt. Und in kleinen Näpfen stelle ich das nochmal extra zur Verfügung. Also ich habe immer 3 Sorten da. Ein rotes Mineral, ein braunes Mineral und ein weißes Mineral. Und das halte ich für sehr wichtig. Zusätzlich setze ich auch nochmal ein flüssiges Mineral ein. Das mache ich auch als Vorbereitung, gerade in der Zucht, für alte Zuchtweibchen halte ich das für wichtig, dass die Eiqualität dann doch verbessert sich dadurch. Das ist so im Groben und Ganzen
dann ist es natürlich allgemein erstmal wichtig, dass die Zuchtdauben natürlich vom Gesundheitsstatus fit sind. Da muss man natürlich schauen, dass da nicht irgendwo unterschwellig irgendwas ist. Also allgemein im Taubensport ist es natürlich Voraussetzung. Für einen erfolgreichen Taubensport ist Voraussetzung erstmal eine gute Taube, ein funktionierender Schlag, ein Schlagmanagement. Da kommt natürlich auch ein Tierarzt mit ins Spiel. Ganz ohne Tierarzt halte ich bin ich der Meinung, ist das nicht möglich. Man muss schon irgendwo ein Impfschema aufstellen. Und gerade so als Tipp für Züchter, wo das Reisen nicht so gut funktioniert, die müssen erstmal auf jeden Fall sehen, dass sie die Tauben untersuchen und den Fehler irgendwo da finden. Dann kommt es natürlich auf die Versorgung. Natürlich während der Saison natürlich muss ein gutes Futter eingesetzt werden, die Qualität muss passen. Und dann kommen zwei Produkte ins Spiel. Das ist dann immer. Ja, hier können wir mal kurz auf die Reise eingehen. Während der Reise als Vorbereitung mache ich auch wieder eine Kur mit Rockout. Und dann wird alles untersucht vom Tierarzt natürlich, ob da irgendwo noch was zu machen ist. Wenn nichts zu machen ist, wird natürlich auch nichts gemacht. Und sonst muss natürlich behandelt werden, das ist ganz klar. Während der Saison setze ich Anfang der Woche zweimal das Produkt Auregastar ein, um den Organismus sauber zu halten. Auch die Reisetauben bekommen als Vorbereitung und auch während der Saison mindestens zwei bis dreimal das Produkt Provicalgen. Halte ich auch für sehr wichtig. Ich habe das im Einsatz gut 10 Jahre. Und seitdem ich das in größeren Mengen gebe, auch bei den Reisetauben, habe ich keine Schieflieger mehr. So gut wie keine Schieflieger mehr. Ich weiß es nicht genau, wo es dran liegt, aber ich vermute, durch den hohen Calciumanteil und so weiter, dass Sehnen- und Gelenkkapseln dadurch wahrscheinlich irgendwie besser versorgt sind und die Tauben insgesamt. Das ist das, was mir so positiv da aufgefallen ist. Durch die Zusatz von diesen ätherischen Ölen, die hier mit drin sind, wirkt sich das natürlich auch auf die Darmflora, denke ich mal, positiv aus und natürlich auch auf die oberen Luftwege. Dann kommt man noch zusätzlich einmal die Woche auf dieses Produkt. Das ist das Blaue Wunder. Finde ich ein ganz tolles Produkt. Natürlich hat eine gute Taube immer weiches Gefieder. Das ist ein Qualitätsmerkmal für eine gute Taube. Aber wenn ich die Tauben regelmäßig mit diesem Produkt baden lasse, wird die Federqualität oder die werden dadurch noch weicher. Das ist einfach vielleicht nur ein Empfinden von mir, aber ich bin davon überzeugt, dass das sich positiv auswirkt auf die gesamte Gesundheit der Tauben. Auch hier haben wir ätherische Öle ja drin, die sich dann auf die Haut, denke ich mal, ablegen und die Tauben das dann nochmal inhalieren. Und das wirkt sich auf jeden Fall auch nochmal positiv auf die oberen Luftwege aus. Und das finde ich ein tolles Produkt. Ist für mich ein Produkt, wo es im Prinzip auf dem Markt keine Alternativen gibt. Irgendwo. Ich wüsste nicht, dass irgendeiner sowas auf den Markt gebracht hat. Finde ich eigentlich schon eine tolle Sache. Während der Saison setze ich dann noch zusätzlich ein Rockout dann als Tabs, wenn Tauben später nach Hause kommen, anderen Tag oder zwei, drei Tage, dann bekommen die zweimal eine Tablette Rockout, um den Organismus sauber zu halten. Zusätzlich dann noch Proteiner, das habe ich jetzt nur hier als Pulver. Das bekommen die dann auch noch Einzelbehandlung, die dann später kommen dann auch nochmal zweimal eine oder drei. Das ist dann zur Unterstützung der Regeneration auf jeden Fall wichtig. Also meine Reisetauben baden immer am Einsatztag. Also wenn ich es schaffe,
mittags, so 12, 1 Uhr, wenn dann um 17, 18 Uhr einsetzen ist, lasse ich die am Einsatztag baden. Das mache ich aus dem Grunde, weil die dann schön relaxed sind. Also das ist meine Methode. Ich zeige keine, also den Partner wird am Einsatztag nicht gezeigt. Also ich möchte die möglichst ruhig einsetzen, zum Einsetzen fahren. Und wenn ich die dann am Einsatztag baden lasse, dann sind die total relaxed. Die kriegen dann danach immer Futter satt und dann liegen die wirklich auf der Seite und auch im Korb und sind dann total relaxed. Auch im Kabinenexpress habe ich das beobachtet. Manchmal ist es auch so, wenn ich wenig Zeit habe, dann mache ich das vielleicht ein, zwei Stunden vorm Einsetzen, habe ich das auch schon gemacht im Sommer. Dann sind sie teilweise noch feucht beim Einsetzen. Dann kommen die in die Box, in den LKW und liegen auf der Seite und schlafen. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, meine ich. Wenn ich dann andere Boxen sehe, wo die am Kämpfen sind, dann weiß ich, die machen nicht so viel Preise morgen. Jungtierreisen ist im Prinzip alles das Gleiche. Ja, also da gibt es kaum Unterschiede. Die Jungtiere, da habe ich auch viel ausprobiert. Ich mache frühe Zucht, weil ich auch wenig Zeit habe, mache ich eine Winterzucht. Das mache ich darum, dass ich wirklich mein Zeitmanagement, so die Arbeit aufs ganze Jahr aufteile. Dass ich nicht im April oder wenn die alte Reise losgeht, dann kann ich meine Zuchtdauer schon teilweise trennen. Dann habe ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, sind die Jungen da und die habe ich dann schon so, dass ich die mit einem Pfiff reinholen kann und dass die dann schon gehorchen und auch schon vernünftig fliegen. Das mache ich hauptsächlich darum, weil ich wenig Zeit habe. Ne? Und dann nicht alles auf einmal im Frühjahr, dann Zuchttauben, Junge und Reisebeginn. Das kann ich zeitlich nicht alles managen auf einmal, deswegen muss ich im Winter züchten und dann mir die Arbeit aufs Jahr aufteilen. Das ist schon und so. Auch ein wichtiges Zeitmanagement für mich. Also positiven Nebeneffekt hat das natürlich, dass man mit älteren Jungen dann natürlich auch besser schickt. Das ist wohl so. Ich habe auch schon Jahre gehabt, wo ich ganz späte Jungen hatte. Das ist natürlich etwas schwieriger, klar. Also Jungtierreise kann ich noch kurz was zu sagen. Ich verdunkel die Jungtiere. Das mache ich auch schon über 20 Jahre und hat für mich nur positive Vorteile. Man kann die Jungen auf jeden Fall mehr schicken, auch weitere Touren schicken. Ist für mich, ich habe das auf meinen Schlägen alles automatisiert mit einer Zeitschaltuhr und Rollladen. Das ist keine Mehrarbeit für mich und deswegen mache ich das eigentlich so schon auch schon etliche Jahre. Hat den positiven Nebeneffekt, dass man da natürlich auch gute Flüge schon hingelegt hat. Zum Hauser kann ich was sagen. Ja, bei Mauser ist natürlich auch wichtig, wieder die Mineralisierung der Tauben halte ich für enorm wichtig. Bei Mauser setze ich dann auch zusätzlich nochmal ein Mauserpulver von Ovigo und natürlich auch ein-, zweimal die Woche nochmal ein Protein. Auch mindestens einmal pro Woche ist es, glaube ich, wichtig, dass die Tauben baden während der Mauser. Dann setze ich auch während der Mauser nochmal Ovitalina ein, auch ein- bis zweimal die Woche, halte ich auch für sehr gut. Das ist alles noch zusätzlich. Und dann müssen die, sage ich mal, alleine da durchkommen. Das ist, da kann man dann nicht mehr ganz viel machen. Die Gesundheit ist natürlich enorm wichtig, klar. Aber sonst gibt es da, glaube ich, keine Geheimnisse. Ich sag mal, bei den Reisetauben gibt es praktisch bei mir kaum eine Nachsaison. Die Jungen habe ich verdunkelt, die mausern dann natürlich ziemlich lange, das dauert etwas länger, dann sind wir schon im Prinzip im Januar und dann geht es schon direkt in die Zucht über, sag ich mal. Da gibt es eigentlich eine klassische Wintersaison oder Nachsaison gibt es bei mir kaum. Die werden praktisch das ganze Jahr über gut versorgt und die bekommen dann auch eine gute Mischung, eine Mausermischung bis Januar und dann geht es direkt in die Anpaarung über. Also da gibt es im Prinzip eine, so wie das früher war, eine klassische Wintersaison mit Winterfutter, das gibt es bei mir gar nicht. Was ich wohl mache, wenn ich die Zuchttauben trenne, das ist meist so Mai, Juni, manchmal auch später, die werden dann schon einfacher oder leichter versorgt. Die bekommen dann auch mal eine Mischung auch mit viel Gerste und Adi-Reis.
die möglichst nicht zu schwer werden. Das ist schon dann Off-Saison, sage ich mal, bei den Zuchttauben. Aber bei den Reisetauben gibt es das bei mir eigentlich fast gar nicht. Also kommen wir nochmal zurück zum Reisesystem. Ich bin natürlich beruflich noch Vollzeit beschäftigt und habe natürlich wenig Zeit für die Reisemannschaft oder allgemein für den Taubensport. Deswegen habe ich mich vor ein paar Jahren entschieden, nur mal mit Weibchen zu reisen, auf der alten Reise. Aus zeitlichen Gründen ist das so. Ich finde es persönlich eigentlich ein bisschen schade, dass immer die Männchen alle zu Hause sind, aber irgendwo muss man da einen Kompromiss finden. Die Weibchen sitzen tagsüber in der Voliere ausgesperrt und kommen dann nachts rein und trainieren zweimal am Tag, wenn ich es schaffe. Da kommt es, glaube ich, nicht darauf an, ob die eine Stunde fliegen oder eine halbe, das ist, glaube ich, egal. Das ist so mein Reisesystem. Bei den Jungen fliegen natürlich die Männchen mit, die kommen dann alle mit und ja, das ist so mein Reisesystem. Die Weibchen trainieren zweimal am Tag, sitzen dann tagsüber nach dem Training, nach dem morgendlichen Training in der Voliere. Sie sehen die Männchen den ganzen Tag, da ist nur ein Draht zwischen. Das halte ich auch für wichtig, das ist einfach mein System. Die sehen den ganzen Tag ihre Partner, können aber da nicht hin, paaren sich aber dadurch untereinander nicht. Und das ist wichtig, glaube ich, wenn man mit Weibchen spielt, dass die keine lesbischen Neigungen da entwickeln können. Und das ist mein System, das mache ich auch schon seit Jahren so. Zeigen vorm Flug, am Einsatztag tue ich nicht den Partner zeigen. Die bekommen mittags ein Bad und dann sind die total relaxed. Am Mittwoch mache ich immer einen Familientag. Also die trainieren ganz normal, werden dann gefüttert und spätabends lasse ich die dann einmal so eine Stunde zu dem Partner. Also das ist die ganze Motivation im Prinzip innerhalb der Woche. Das mache ich auch, weil wir haben meistens Freitags Einsätze und das kann ich von der Arbeit her nicht realisieren. Dann lasse ich sie in der Mittagspause, fahre ich nach Hause und lasse die mal baden, wenn ich das schaffe. Klappt auch nicht immer, aber da kommt es auch nicht drauf an. Aber dann werden die abends direkt so eingesetzt. Da passiert nichts mehr. Die sind dann total relaxed und da zeige ich auch keinen Partner. Den sehen die dann erst am nächsten Tag, wenn sie vom Flug wiederkommen. Also ich habe einen Stamm, sage ich mal. Das sind Tauben, die ich schon über 20 Jahre in meinem Stamm verankert habe. Ich habe jetzt, sage ich mal, wenn ich meine Jungtiere absetze, sind schon 90% miteinander verwandt. Die sind schon alle irgendwo über Jahre, habe ich so eine Art Stamm geformt. Also der Ursprung ist meiner Tauben schon, ich habe vor einigen Jahren dann von Gummel Eisentauben gekauft, in Belgien damals. Heinz Kloos in Bochum, das waren Fallenabele-Linien, die ich eingekreuzt habe. Und bei Dick van Dijk habe ich direkt was gekauft damals. Die sind noch in meinem Stamm drin. Dann habe ich immer versucht, über Jahre das Blut aufzufrischen und was Neues reinzubringen. Dann bin ich bei Wolfgang Röthor gewesen, bei Friedrich Neuhaus. Habe ich Tauben eingeführt bei den Brüdern Kirchmann. Habe ich auch sehr gute Tauben eingeführt. Dann bin ich wieder in Belgien unterwegs gewesen, bei Willy Daniels und bei Manique de Neve. Das sind auch wieder Van der Beele Tauben, die von Manique in meinen Stamm wieder eingeflossen sind. Hauptsächlich mein Augenmerk geht schon auf Leistung. Pedigree muss natürlich auch stimmen, klar, aber ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ich kaufe es nur nach Augentheorie. Also die Augentheorie hat für mich schon eine Daseinsberechtigung, ja. Beim Anpaaren achte ich auch darauf, dass schon nach Möglichkeit ein Partner von dem Paar ein gutes Auge hat. Aber letztendlich kann man da nicht viel, sage ich mal, zu sagen. Ich finde es natürlich schön, wenn eine Taube athletisch gebaut ist. Das ist schon irgendwo eine Voraussetzung. Ne? Zur Fütterung meiner Reisetauben. Ich spiele ja nur mit Weibchen. Da muss man schon irgendwo sehen, dass die gehorsam sind und die dürfen auch meines Erachtens nicht zu schwer gefüttert werden. Da habe ich eher eine leichte Rückfütterung während der Saison. Das fängt
an. Ich mische da auch mehrere Sorten zusammen. Aber es sind alles leichte Mischungen, Sportmischungen. Anfang der Woche kriegen die auch einen Tag. Das ist meistens dienstags, wo die richtig Diät-Tag haben, einen Tag, wo entschlackt wird. Das halte ich schon für wichtig. Und dann wird das zum Ende der Woche dann, sage ich mal, gesteigert mit einem höheren Energieanteil. Ab und zu mal gibt es dann noch mal eine Handvoll Erdnüsse. Mit Hanf bin ich etwas vorsichtig. Ich habe auch Hanf dann im Einsatz während der Reisesaison, natürlich auch bei der Zucht, natürlich. Aber da bin ich doch eher sehr vorsichtig. Also, kann man auch schnell mal eine Tauche überdrehen. Ja, also bei alte Reise fange ich an mit ungefähr 40 Weibchen. Und bei den Jungen sind das so auch so 40 bis 50, manchmal auch 60. Das ist etwas unterschiedlich. Das ist so meine Mannschaft, wo ich mit anfange. Ich spiele auch ganz gerne mal Weibchen ein paar Jahre länger. Die sind dann vielleicht nicht mehr ganz so schnell, aber wir spielen Südostrichtung. Wenn die Tauben durch die Berge müssen, Würzburg, Bayern und so weiter, müssen die schon eine gewisse Erfahrung haben. Deswegen spiele ich da auch ganz gerne mal mit alterfahrenen Tauben. Das ist so meine Philosophie. Das machen viele Züchter, die schauen sich an, ob es gibt Rückenwind oder gibt es Gegenwind. Das mache ich eigentlich eher weniger, sage ich mal. Ich schaue schon, wird es ein Flug mit 3 Stunden Flugzeit. Flugzeit ist ja immer entscheidend, nicht die Entfernung oder der Wind. Ein bisschen lasse ich es einfließen, dann kriegen sie schon ein bisschen energiereicheres Futter, wenn zum Beispiel ein Kopfwindflug ansteht und 6 Stunden, 7 Stunden oder was fliegen. Aber im Allgemeinen setze ich meine Tauben immer so ein, dass sie zum Ende der Woche satt gefüttert sind. Am Einsatztag kriegen die vollen Trog. Die sind satt, die sind aufgefüttert. Wir haben häufig die Situation, dass wir, auch in den letzten Jahren war das extrem, dass wir Flüge verschieben. Von daher kann man nicht so genau füttern, auf den Punkt genau. Dann sind meine Tauben im Prinzip donnerstags abends schon aufgefüttert und fertig. Dann ist es eigentlich egal, ob sie Freitag eingesetzt werden oder Samstag. Dann gibt es vollen Trog und dann fressen die auch irgendwann nicht mehr, weil die sind satt. Das ist so mein System. Eingreifen tue ich, wenn ein starker oder wenn ein ganz schwerer Flug war und die sind stark abgeflogen, dann mache ich natürlich nach dem Flug, versuche ich schon irgendwo die Regeneration zu beeinflussen. Dann gibt es vielleicht, wenn der Flug extrem schwer war, dann gibt es vielleicht nochmal zweimal oder dreimal ein Eiweißpräparat, um die halt wieder in Schwung zu kriegen und die Regeneration zu fördern. Ne? Und wenn es ein leichter Flug war, dann vielleicht auch gar nicht. Ne? Das kann man nach dem Flug, aber vorher ist es schwierig. Ne? Und man weiß nie, wann ist einsetzen, ist Freitag oder Samstag einsetzen, wenn das Wetter kritisch ist. Und man weiß auch nie, wann sie rauskommen. Das richtet sich auch nach dem Wetter. Und man weiß auch nie, wie lange die Tauben unterwegs sind. Das kann man vorher nicht wissen. Ne? Also da werden meine immer auch Jungtiere, auch wenn es nur 100 Kilometer sind, ich setze nie eine Taube hungrig ein. Das mache ich nie. Die kriegen immer satt. Und das ist mein System. In der Zucht konzentriere ich, es gibt ja in Deutschland, sage ich mal, das System, gibt es ja im Prinzip nur ein System. Wir reisen von 180 Kilometer, geht die alte Saison los, bis 600 Kilometer. Wahrscheinlich werden wir jetzt gar keinen 600er mehr haben, sondern nur noch mehrere 500er. Da ist natürlich so irgendwo das Zuchtziel, dahin zu züchten, sage ich mal, und zu selektieren. Weitstrecke, ich bin eigentlich auch ein Freund, ich habe jetzt auch nur eine Taube dazu geholt, die mehr für diese etwas weiteren Flüge sind. Das ist entgegen dem aktuellen Trend. Ich sehe das im Internet, werden natürlich extrem hoch gehandelt, sehr viel Kurzstreckentauben. Ich habe früher auch Tauben eingekauft und eingekreuzt, die Kurzstreckenabstammungen haben. Grundsätzlich finde ich, ist das auch möglich, aber wir schicken Südostrichtung. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ob das langfristig, sage ich mal, gut ist. Deswegen habe ich auch lieber gerne mal eine Taube zum Einkreuzen, die auch die Eignung hat, auch weitere Strecken zu fliegen. Das ist so meine Zugphilosophie.
Zur Reisevorbereitung kann ich noch mal was sagen. Das fängt bei mir an. Im Januar werden die Tauben geimpft, die Reisetauben. Dann paar ich die Anfang Februar circa an. Die überbrüten ein Gelege auf Gipseiern und wenn die ersten runterlaufen, wird getrennt. Also das mache ich so. Ich muss die jährigen Weibchen oder die jährigen Tauben auf den Wildbauschlag umgewöhnen und das geht am einfachsten, wenn die brüten. Wenn die auf Eier sind, dann ist das einfacher für mich, weil die Schläge sind ziemlich unterschiedlich und das braucht 2-3 Tage und das ist dann am einfachsten. Wenn die dann getrennt sind, dann sind sie ein paar Wochen, fangen die dann stark an zu trainieren am Hause. Anfang April paare ich ein zweites Mal an, dann brüten die nur 4-5 Tage maximal und dann ist es überschritten. Trainieren, ja, da habe ich eigentlich relativ wenig Zeit dafür. 1-2 Mal, maximal 3 Mal kurze Strecken und dann kommen die von der RV machen wir Vorflüge, 50 Kilometer und dann war es das eigentlich. Da mache ich nicht so einen großen Aufwand von, habe ich auch leider zu wenig Zeit dafür. Bei Jungtieren sehe ich das ein bisschen anders. Die müssen schon 2-3 Mal trainiert werden. Da fahre ich auch nicht große Strecken, maximal 20 Kilometer. Was ich da schon mache, das ist auch ein indirektes Training, dass die mal in Boxen reinkommen und über Nacht stehen bleiben und das Trinken lernen. Das ist auch irgendwo Training, ich fahre die dann zwar nicht weg, die lasse die hier auf dem Hof liegen, aber die müssen über Nacht in den Boxen sitzen und dann kriegen die Wasser. Auf dem Wasser streue ich ein bisschen Hanf drauf, der schwimmt da oben drauf, dann picken die und dann merken die, finden die das Wasser und das halte ich schon für sehr wichtig. Ich habe früher auch Probleme gehabt mit der Jungtaubenkrankheit. Jetzt werden die geimpft, also ich impfe meine Jungtauben 3-mal. Also die kriegen 2-mal den Rota-Impfstoff, RP, in Abstand von 3-4 Wochen. Und dann impfe ich noch eine dritte Impfung mit dem PAA, Paramyxoherpes und Adeno. Und zusätzlich auch noch Pocken, das mache ich auch noch mit dem Pinsel. Und dann sind eigentlich keine Probleme mehr da bei mir. Also ich habe da auch Jahre gehabt, wo ich große Probleme damit hatte. Und seitdem ich das mache, ist das eigentlich verschwunden. Das ist für mich ist der Impfstoff RP, der Rota-Impfstoff, ist eine der besten Erfindungen im Daumensport die letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Das ist die Geisel gewesen vom Daumensport und viele Züchter waren verzweifelt, die dann gar nicht mehr wussten, was mache ich jetzt mit meinen Tauben und seitdem es den Impfstoff gibt, ist das doch eine enorme Verbesserung da zu sehen. Ne? Das Problem war immer über Jahre, das ging das ja, dass dann Züchter kurz vor der Jungtierreise dann irgendwo anfangen zu trainieren. Kommen das erste Mal in Wagen jung, dann kommen Probleme mit Adeno, Jungtierkrankheit und so weiter. Verluste, klar, dann muss man wieder stoppen. Die Jungtierreise fängt aber an, dann kann man nicht mitschicken. Dann haben sich viele dann entschieden, oh, ich schicke die Jungen gar nicht mehr, die sind noch nicht fit. Das geht ja über mehrere Wochen, dass sie dann krank sind. Und dann ist das ja dann kommen diese Folgen davon, sind dann, dass man dann unerfahrene Jährige im nächsten Jahr hat und die bleiben dann auch wieder aus. Das ist ein großes Problem. Ne? Also die Jungen, die müssen schon geschult werden. Da bin ich absolut der Meinung, die müssen viel und oft geschickt werden, auch so weit wie möglich. Das ist natürlich Voraussetzung, dass die gesund sind. Ne? Lasse ich in der Regel fast alle da, weil da, glaube ich, kann man schlecht selektieren. Klar, wenn irgendwelche Unvitalen da sind, die müssen natürlich selektiert werden, das ist einfach so. Aber im Allgemeinen, die Jungen, die die Jungtierreise überstehen, die dürfen auch bleiben. Bei den Alten, da muss man dann natürlich schon auch sehen, wie war das ganze Jahr. Das ist ja auch unterschiedlich. Das ist ein gutes Reisejahr, dann kann man die Latte dann natürlich etwas höher anlegen als in einem schlechten Reisejahr, das ist unterschiedlich. Ich habe schon Jungtiere gehabt, die überragend geflogen haben auf der Jungtierreise, die dann als jährig aber nicht so gut waren, aber als zweijährig wieder sehr gut waren, da gibt es keine Regel. Also dann gibt es auch Junge, die fliegen als Jungtier gar keinen Preis oder nur irgendwo mal hinten
Liste und sind als Jährig dann sehr gut. Das ist so oder so, da gibt es keine Regel, glaube ich. Und das kann auch niemand irgendwo sehen, ob es wirklich eine gute ist. Ja, ich möchte mich bedanken für euren Besuch von der Firma Owego heute. Da haben wir uns eine nette Gesprächsrunde gehabt hier. Und im Allgemeinen möchte ich nur mal einmal was dazu sagen. Ich bin von der Qualität der Produkte überzeugt. Ich finde, das sind im Preis-Leistungs-Verhältnis sind da super Produkte und es sind einfach auch Produkte, wo ich keine Alternativen irgendwo gefunden habe. Ich habe sehr viel ausprobiert über die Jahre und das finde ich einfach eine tolle Sache, was hier entwickelt wurde. Da möchte ich mich bedanken.